So, jetzt haben wir ganz viel gehört zu IT-Lösungen und dazu ganz passend und jetzt als Abschluss hier für die Bühne Zivilgesellschaft und Communities vor der Mittagspause. Wollen wir jetzt noch was hören zu der Sozialbilanz von den technischen Mitteln, die wir benutzen? Und dazu wird Sebastian Jekutsch zu uns sprechen vom Verein Fair Lötet, der sich für soziale Gerechtigkeit in den globalisierten Lieferketten der Elektronikbranche einsetzt. Ganz herzlichen Dank, dass du heute da bist. Und jetzt haben wir noch 10 Minuten für diesen Vortrag. Bühne frei. Ja, danke für die Einführung. Das Pass habt ihr optimal gelegt hier. Eben haben wir von der Plattform gehört. Ich rede auch ein bisschen über Plattformen. Davor haben wir über Ökobilanzen was gehört oder CO2-Bilanzen ging es. Ich rede auch über Bilanzen, aber erstmal über mich. Ich bin vom Verein Fair Lötet. Unser Thema ist faire Elektronik, also speziell Elektronik. Darum geht es, passt ja. Wir sind hier beim Digitalisierungskongress letztlich. Und um Fairness, es geht gar nicht um Umwelt, sondern uns interessiert die soziale Säule der Nachhaltigkeit. Wir machen ein bisschen Konsumentenaufklärung, also wir haben eine Menge Ahnung, was für Geräte es gibt, wie die Technik so auch funktioniert. Aber eigentlich unser Schwerpunkt, an die Hersteller ranzugehen und denen Tipps zu geben, wie sie fairere Geräte herstellen können. Und davon möchte ich ein bisschen reden. Unser Motto ist, faire Elektronik auf die Straße bringen. Also wirklich, es geht ein bisschen was. Und das wollen wir auch den Leuten sagen, was möglich ist, sodass man ein bisschen vorangeht in der Fairness in der Elektronik. Ein Projekt, das wir gemacht haben, ist ein Lötdraht zusammen mit einem mittelständischen Unternehmen anzubieten. Der Lötdraht ist auf Recyclingbasis, immerhin. Das ist nicht selbstverständlich. Wo sonst das Zinn herkommt, weiß man normalerweise nicht. Dies ist definitiv Recycling-Zinn. Hersteller oder Pionierprojekte, Elektronikprojekte kommen auf uns zu und fragen uns, können wir Fair Elektronik machen? Ich möchte mein Projekt fairer machen als der Durchschnitt. Ich kenne die Berichte, die schlimmen Berichte. Was kann ich tun? Wo gibt es fairere Bauteile? Und das ist nicht so leicht. Wir haben hier einfach ein Schaltbild, das ist von einer Computermaus ein Schaltbild. Und wenn man sich das genau anguckt, das hat Naga IT mal gemacht, bieten eine Maus an mit einer genaueren Untersuchung, was in der Maus drin ist, wo es herkommt und auch Austausch einzelner Bauteile eben um ein faireres Bauteil. Die sind auch Mitglied bei uns. Da sieht man, dass einiges grün, plump, grün ist ganz gut und rot ist unbekannt oder eben schlechte Arbeitsbedingungen, nicht fair. Da sieht man, dass die Analyse selbst bei so einem kleinen Gerät nicht trivial ist und allein die Maus hat eine Mordslieferkette, wie man hier sieht. Das sind ja nur ein paar Bauteile, aber nach unten hin zu den Rohstoffen, die sind ganz unten alle rot. Also gerade, dass man ein bisschen in Rohstoffen runterkommt, ist nahezu unmöglich herauszufinden, weil die Hersteller wissen es auch nicht. Ja? Oder viele Hersteller beantworten einfach nicht die Frage, wo denn ihre Rohstoffe herkommen. Sie sagen immer Geschäftsgeheimnis, vielleicht haben sie auch was zu verbergen, weiß man nicht. Und wir sind der Meinung, man kann schon ein bisschen was sagen darüber, wie fair wahrscheinlich mein Gerät ist. Ein beliebiges Gerät gegeben, wie fair ist mein Gerät und was kann man vielleicht fairer machen? Und zwar gibt es eine Menge Informationen. Ist es nicht so, dass wir nichts wissen über den roten Bereich da unten. Wir wissen, wie zum Beispiel Bauteile zusammengesetzt sind. Widerstände, Transistoren, ICs, die Leiterplatten, auf denen die Elektronik gesetzt ist. Wir wissen, wie diese Teile in der Regel zusammengesetzt sind. Wenn der Hersteller uns nicht genaue Details gibt, es gibt schon so eine generische, typische Bauweise eines Bauteils. Wenn Hersteller nichts verrät, selbst schuld, dann nehmen wir mal an, das ist so ein klassisches Bauteil. Was wir wissen ist, eine Menge Berichte über Arbeitsbedingungen, investigative Berichte, wo NGOs reingegangen sind in die Firmen, in die Fabriken und geschaut haben, was dort passiert. Und da sind Namen. Und da sind auch die Auftraggeber bekannt, weil das haben die recherchiert. Das heißt, wir wissen schon so ein bisschen, wie es in den Fabriken vor sich geht und wo eventuell wahrscheinlich die einzelnen Bauteile auch produziert wurden. Was wir wissen ist, wo Rohstoffe herkommen. Zumindest statistisch, global, kommt, Kupfer vor allem aus Chile, aber auch aus Zentralafrika.
Wenn der Hersteller nicht sagt, wo genau etwas herkommt, dann nehmen wir mal an, dass er die normale globale Verteilung hat in seinem Mix. Wenn er es nicht weiß, ist es ziemlich sicher sogar so. Und wir kennen auch die Arbeitsbedingungen in einzelnen Ländern, in einzelnen Abbaugebieten von Rohstoffen. Ja, auch das kann man rausfinden, auch da gibt es Daten. Und wenn er uns nicht reinlässt in seine Fabriken, dann nehmen wir mal an, dass es so ist, wie es allgemein in der Gegend ist, wo gebaut wird. Oder wo halt abgebaut wird, Rohstoffe. Ja. Deswegen, aus all diesen Daten, die wir gesammelt haben über Jahre, lässt sich einiges schon rausfinden. Ja. Und so lassen sich dann schon Hotspots feststellen, wo ein besonderes Risiko ist von Fairness-Risiken bestehen. Ja, aufgrund alleine dieses Wissens über den Aufbau des Geräts natürlich, das weiß der Produzent, die uns zukommen, und über all die Daten, die ich eben erzählt habe. Genau, und so wollen wir jetzt ein Portal anbieten, das ist noch nicht fertig, das ist eine Idee und wir suchen eine Finanzierung dafür, also wer Tipps hat, gerne her damit. Die Grundidee ist, her mit dem Schaltplan oder der Materialliste. Ja, also ihr habt einen Plan, gebt mir euren Plan und wir berechnen dadurch einfach die wahrscheinlichen Hotspots und wo ihr darauf achten solltet. Das ist so der Gedanke des Ganzen aufgrund der grundlegenden Informationen, die wir einfach haben. Und um das zu berechnen, brauchen wir eben jene, kann man es erkennen, genau die Daten, ja, das kleine Bild unten, kann man auf Basis dieser Daten das schon berechnen, eine Sozialbilanz machen. Das ist die Idee. Aufgrund eines konkreten Produkts, auf Basis der Bauteilliste eines konkreten Produkts. Naja, da fangen wir jetzt an, dieses Portal aufzubauen. Wir haben mal eine Machbarkeitsstudie gemacht. Das ist diese Naga-IT-Maus. Einige kennen sie vielleicht von euch. Und haben wir nur Rohstoffe, nur 8 metallische Rohstoffe, also nur Metalle, untersucht. Und diese Untersuchung hat so, man kann es sich ganz gut merken, 4 Ks ergeben, der Hotspots. Das eine ist, das Kupfer in der Maus ist der wesentliche Träger, einfach allein, weil am häufigsten Kupfer in der Maus drin ist. Kupfer ist ein sehr wichtiges, vor allem in dem zweites K, in dem Kabel. Also letztendlich, drittens, der soziale Hotspot ist in der Tat in Zentralafrika, Demokratische Republik Kongo. Das ist nicht zwingend logisch, weil das meiste Kupfer aus Chile kommt, aber Chile, die Arbeitsbedingungen sind sind nicht top, aber sind gar nicht so schlecht. Aber es kommt letztendlich dann doch viel, insbesondere aus dem Kleinbergbau in dem Kongo. Drittes K, Kongo. Und viertes K, die Knechtschaft, wie ich es nenne, damit das K drin ist, letztendlich die Sklavenarbeit oder Zwangsarbeit, die das größte Problem ist in diesen 8 Metallen der immerhin einigermaßen ziemlich fairsten Maus, die wir so kennen. Ja. Genau. Das heißt letztendlich in dem Kabel, wir würden jetzt empfehlen, schaut euch genauer das Kabel an. Dort ist viel Kupfer drin, das kommt wahrscheinlich aus dem Kongo und da haben wir Probleme mit der Zwangsarbeit. Man könnte das Kupfer kürzen, ja. Das wäre eine Maßnahme, geht natürlich ein bisschen zur Handhabbarkeit der Maus, das ist alles eine Abwägung. Was wir auch mal berechnen wollen, ist der Vergleich mit einer Funkmaus. Da fragen viele nach, Funkmaus ist ja viel praktischer, da sind allerdings viel, viel mehr Rohstoffe drin, sehr problematisch, wahrscheinlich wird sich das nicht rechnen, ein Kabel wird besser sein. Aber das müssen wir mal genau berechnen. Also so kann man dann auf dieser Basis auch Designalternativen ausprobieren, das ist unser Ziel. Genau, deswegen unser Motto ist jetzt hier, das Ganze, man möge sich berechnen, wie weh denn so ein Bit tut, in Anspielung an den Slot, den wir hier haben auf der Konferenz hier, wie schwer wiegt ein Bit. Wollen wir einfach sagen, ja, wie weh tut ein Bit. Genau, das war schon die Vorstellung, wenn ihr Fragen habt. Wir haben hier im Forum sind wir im ersten Stock, da könnt ihr uns besuchen, da erzähle ich gerne weiter, da zeige ich gerne die Machbarkeitsstudie, da könnt ihr auch detailliert Fragen stellen. Wir bieten hier sowas an, verlötet es also im Forum, erster Stock. Und falls ihr überhaupt interessiert seid an dem Thema Fair IT, kommt zum Vernetzungstreffen morgen 12 Uhr, Chatraum, dort wo man miteinander redet. Dort
jeder, der interessiert ist, aber auch schon aktiv ist in dem Thema, wir wollen uns einfach vernetzen und mal schauen, was möglich ist. Genau, das war's schon. Dankeschön. Hat jemand direkt eine Frage? Für eine Frage hätten wir noch Zeit. Wenn ich keinen Arm oben sehe, dann gehe ich davon aus, dass ihr mit Sebastian nochmal in der Mittagspause euch ausführlich unterhalten werdet und natürlich auch immer gern Tipps zum Thema Finanzen und mögliche Geldgeber. Jetzt wünsche ich euch erstmal allen guten Appetit. Es ist jetzt Mittagspause. Um 15 Uhr geht es hier auf der Bühne weiter mit Themen wie freier Software und digitale Werkzeuge für die Zivilgesellschaft. Herzlichen Dank, dass ihr hier wart und noch einen schönen Nachmittag.